Hallo liebe Leipziger Kinder, wir sind's wieder, die singt aus ein Lehrer. Ich, Klaus, habe euch heute ein Lied mitgebracht aus dem fernen Liberia. Liberia, wo liegt das eigentlich? Das liegt in Westafrika, ist ein ganz, ganz kleines Land und ist bekannt für ihre Musik. Dieses Lied, was ich euch gleich vorsingen werde, ist sehr lustig auf der einen Seite, hat aber einen ganz anderen Text. Ich spiele es euch mal vor, ihr hört zu. Und vielleicht habt ihr die ein oder andere Ahnung, was es für ein Text sein könnte. Ich werde es euch danach verraten. Banuva, 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 yo. Banuva, 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 yo. Nini alamo, nini alamo, nini alamo, Banuva, alamo, alamo. Banuva. Es sind nur zwei Teile und die werden verschieden kombiniert. Banuvayo, ja, was könnte das denn heißen? Es klingt ja so lustig, es ist ein ganz, ganz lustiges Lied und es geht auch um eine Sache. Ja, was könnte Banuvayo jetzt heißen? Banuvayo klingt für uns nach nichts, aber Banuvayo heißt weine nicht. Also etwas ganz anderes als dieses. Erwarten lässt. Banuvayo, also weine nicht. Und Neni Alano, ja, wer soll denn jetzt nicht weinen? Nämlich ein kleines Mädchen. Es könnte natürlich auch ein kleiner Junge sein. In der Sprache singt ein kleines Mädchen. Wir singen also eigentlich weine nicht, weine nicht, weine nicht und so weiter. Das klingt nicht so lustig und nicht so schön, wie es eigentlich in der Originalsprache heißt. Deswegen singe ich euch gleich nochmal vor. Ihr hört nochmal genau zu. Und achtet mal auf die letzte Zeile. Denn da habe ich den Mixer angeschmissen und da ist einiges durcheinander gekommen. Banuva, 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 yo. Banuva, 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 yo. Nini alamo, nini alamo, nini alamo, Banuva, alamo, alamo. Die letzte Zeile nochmal gesprochen. Nini alano, Banuva, Alano, Alano. Lass uns die nochmal gemeinsam sprechen. Ich spreche den ersten Teil vor. Neni Alano Banuva. Nochmal. Neni Alano Banuva. Da haben wir schon fast alles drin, was ich vorhin vorgesprochen habe. Nur das Alano zum Schluss, das fehlt noch. Ich nochmal. Neni Alano Banuva. Alano, Alano. Wir alle gemeinsam. Neni alano banuva, alano, alano. Alle Worte, die wir brauchen. Banuvayo und neni alano. Der Anfang des Liedes. Ich singe vor, beim zweiten Mal singen wir gemeinsam. Banuva, banuva, banuvayo. Banuva, banuva, banuvayo. Eigentlich nicht leicht. Und wir müssen es gar nicht nochmal üben, denn beim zweiten Mal kommt genau das Gleiche, nur eine Stufe höher. Also von hier. Banuva, 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 yo. Auch das nochmal. Banuva, 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 yo. Und jetzt kommt das erste Mal der zweite Teil des Textes. Neni alano. Neni alano. Neni alano, neni alano, banuva alano, alano. Wir machen den zweiten Teil nochmal, denn da gibt es eine kleine Besonderheit. Da wird das zweite Neni alano so ein kleines Stück vorgezogen. Das ist in der afrikanischen Musik ganz, ganz häufig so. Und wir müssen uns natürlich dem anpassen. Neni alano, neni alano. Den Teil nochmal. Neni alano, neni alano. Und der Schluss. Neni alano, banuva alano, alano. Wir singen das.
das jetzt zweimal gemeinsam. Beim ersten Mal könnt ihr euch noch so ein bisschen reinfuchsen. Beim zweiten Mal singt ihr richtig mutig mit. Mit Banuwa geht's los. Banuwa, 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 jo. Banuwa, 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 jo. Nini Alamo, Nini Alamo, Nini Alamo, Banuwa, Alamo, Alamo. Nochmal. Banuwa, 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 jo. Banuwa, 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 jo. Nini Alamo, Nini Alamo, Nini Alamo, Banuwa, Alamo, Alamo. Und für die afrikanische Musik ist nicht nur dieses Vorgezogene ganz, ganz typisch, sondern typisch sind vor allem die Instrumente, die dafür verwendet werden. Man macht ganz viel mit Rhythmus, es wird viel dazu getanzt. Und da ihr jetzt gerade zu Hause seid, könnt ihr natürlich so viel tanzen, wie ihr wollt. Ihr habt hoffentlich ein großes Wohnzimmer, in dem ihr tanzen könnt, wie ihr wollt. Die Instrumente fehlen jetzt vielleicht so ein bisschen. Und dann habe ich mir zu Hause überlegt, naja, es gibt doch eigentlich ganz viele Möglichkeiten, Instrumente selbst zu basteln. Und gerade für solche afrikanischen Lieder braucht man eigentlich häufig Rasseln oder Trommeln oder was auch immer. Und ich habe so eine kleine Rassel mal selbst gebaut. Ich habe mir einfach eine Metalldose genommen und die mit etwas Reis gefüllt. Gar nicht mit viel, sondern nur so ein kleines bisschen, dass noch genügend Luft in dem ganzen Raum drin ist. Und wenn ich die dann zumache, kann ich damit einen Rhythmus erzeugen. Der ist aber schon ziemlich laut. Der kommt diesen Rasseln, die ihr vielleicht im Musikunterricht habt, ziemlich nah. Das ist eine Möglichkeit. Also, singen wir einmal Banuwa mit Rasseln. Banuwa, alle gemeinsam. Banuwa, 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 jo. Banuwa, 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 jo. Nini Alamo, Nini Alamo, Nini Alamo, Banuwa, Alamo, Alamo. Ich habe gerade selbst gemerkt, am besten geht es wirklich, wenn ihr diese Dose nehmt und gegen einen Widerstand, also zum Beispiel eure zweite Hand, dagegen stoßt. Dann gibt es so einen Rückstoß von dem Reis, der da drin ist, nicht und es wird klarer. Aber noch viel cooler ist es, wenn man ja irgendwie verschiedene Sachen kombiniert. Und dafür bitte ich jetzt die bezaubernde Dara zu mir. Ihr habt bei der Dara und beim Carsten schon mal ein Lied gelernt. Ihr erinnert euch an diesen Becher. Den braucht ihr jetzt auch. Also flitzt mal schnell in die Küche, holt euch einen Plastikbecher. Nehmt kein Glas, nehmt Plastik. Irgendwas, sucht euch schnell was zusammen. Und dann können wir diesen Becher, Songbecher-Rhythmus mit dem Banuwa verbinden. Und das probieren wir mal. Dara. Ja. Wir singen erstmal einmal gemeinsam und du machst dein Becher dazu. Okay. Banuwa, 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 jo. Banuwa, 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 jo. Nini Alamo, Nini Alamo, Nini Alamo, Banuwa, Alamo, Alamo. Wenn ihr das zu Hause macht, dann werdet ihr merken, dass das echt nicht leicht ist. Deswegen mache ich das nicht, deswegen muss das die Dame machen. Diesen Becher-Song und dazu noch zu singen, das ist echt hart und nicht leicht, aber ihr könnt es ja jetzt üben. Und damit ihr was zu üben habt, machen wir es gleich nochmal und ich nehme meine Rhythmusdose dazu. Also, nochmal. Nehmt euch eure Dose oder euren Becher und wir probieren es. Banuwa, 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 jo. Banuwa, 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 jo. Nini Alamo, Nini Alamo. Passiert auch manchmal. Ist halt so. Wenn der besser Becher bleibt, rutscht er weg. Dann ist es so. Vielleicht ist bei euch auch was passiert. Vielleicht ist die Dose runtergefallen. Noch Reis ist rausgekommen. Wer weiß. Wir machen es nochmal. Banuwa, los geht's. Banuwa, 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 jo. Banuwa. Zunge der Eltern juckt und die mittlerweile schon in der Küche mitsingen, dann holt sie dazu und wir machen es nochmal, denn man kann dieses Lied jetzt nicht nur mit Instrumenten und mit dem Tanz, ihr merkt, wir fangen schon langsam an zu tanzen hier, singen, sondern man kann es auch im Kanon singen. Und das probieren wir jetzt zum Abschluss nochmal. Die Dana wird anfangen
ich werde dann dazukommen. Wir machen es. Machen wir nochmal? Ja. Okay. Nochmal, zwei Durchgänge im Kanon. Vielleicht haben wir ein größeres Buch hier mal. Dann kann ich da auch hinten rein. Stimmt. So, ein bisschen mehr Spielraum habe ich jetzt. So ungefähr 2 Zentimeter. So, also nochmal. Banu, banu. Banu. Viel Spaß beim Üben und beim Singen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.